Der Polizist hat zu Boden geschaut, er konnte mir gar nicht in die Augen schauen und es war für ihn ganz schwer, mir zu sagen, dass meine Familie tot ist. Es war der 13. August 2005. Mein Mann und mein Bruder und unser Sohn wollten einen gemeinsamen Ausflug machen. Meine Familie ist von dem besten Freund meines Mannes abgeholt worden. Ich bin zu Hause geblieben mit meinen Zwillingsmädchen und gegen 17 Uhr hat die Polizei geklingelt und da hat man mir dann gesagt, dass es einen schweren Unfall gab. Der Unfall hätte sich vermeiden lassen können. Die Geschwindigkeit, die man dort hätte fahren dürfen, die war 70. Und der Unfallverursacher ist 150 gefahren und hat dann, weil es eine sehr kurvenreiche Straße ist, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sie sind dann in einer Linkskurve rausgeflogen und auf Bäume geprallt. Und das Auto hat Feuer gefangen. Viele sind sich nicht bewusst, was für gravierende Folgen so ein schweres Unglück für eine Familie hat, für die Hinterbliebenen hat. Ich konnte nicht schlafen, ich habe Weinanfälle gekriegt, ich habe Schreianfälle gekriegt, ich bin in den Wald gefahren und habe geschrien, weil ich so wahnsinnige Schmerzen im Körper hatte. Ich wollte sterben, obwohl meine Kinder da waren, hatte ich den Drang, meinem toten Sohn zu folgen. Alle diese Gefühle haben meine Kinder eins zu eins aufgesaugt und haben gemerkt, hier ist die Existenz bedroht, hier ist was weggebrochen. Verstanden, was wirklich passiert ist, haben sie dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte wirklich an die Menschen appellieren, die glauben, auf der Autobahn oder auf den Landstraßen ihre Stärke zu beweisen. Runter vom Gas, achtsam fahren. So ein Verkehrsunfall ist ein ganz, ganz großes Unglück für Familien und für die Generationen danach.